Also, und dann war es oft so, dass ich schreckliche Lieder bekam. Die waren ja nur in Noten oder waren mal vorgesungen. Und ich hab's. Und kommt ein wunderbarer Sänger aus USA, Kenneth Spencer. Who are you? Ich sage, ich bin, I am Hans, I'm the Corrupteditor. How is the song? Ich werde mal gucken. Also, und jetzt, es gibt ja Sachen, die vergisst man nicht. Und das Playback war schon in Arbeit und da kommen die Künstler und das war tatsächlich so, das muss man sich vorstellen. Die haben keine Ahnung gehabt, was sie jetzt da gleich als Schallplatte aufnehmen sollten. Also das war furchtbar. Ja? Und wie sollte ich denen das beibringen? Aber das hier war jetzt ein Beispiel. Ich gucke drauf, das darf nicht wahr sein. Das Lied hieß Hayaho, wir gehen auf Bärenjagd. Ich meine, das kann man nicht erfinden. Aber die Musik auch nicht. Also ich gucke die Noten. Ich kann schlecht vom Blatt lesen. Aber das kann Alexandra Felder viel, viel besser. Das ist meine Schwäche. Aber das konnte ich natürlich sofort sehen, was das ist. Hi-ho, wir gehen auf Bärenjagd. In Alaska steht unser Zelt. Hi-ho, wir gehen auf Bärenjagd. Ich bin so tierliebend Tierschützer, weil das Bärenschießen uns so gut gefällt. Ein furchtbares Lied. Dafür 300 Mark. Nicht für 3000 hätte ich das. Und er ist ein Riese und ich habe es nur so und er sagt, I'm the voice, I'm the voice, you are the brain. Now listen. I have not written this song. Hi-ho, wir gehen auf Bärenjagd. In Alaska steht unser Zelt. Okay. Kenneth? Okay. Hi-ho, Bärenjagd. Yeah. Ja, nein. I'm the voice, you are the brain. Sie können sich nicht vorstellen, die Platte ist gemacht worden. Es gab auch einen Film, da, wo er mitgespielt hat und wir auch mit. Aber Inge bekam immer, wenn es so Film, diese Filme, die dann in den 50er Jahren ja, so gemacht wurden, da bekam sie ein Baby. Und diese Babys sitzen heute hier. Das war mir wichtiger als der Film. Ja, also das war die Geschichte mit Kenneth. Also ein ganz liebenswerter Mensch, der hat das überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Ja, der hat in Musicals Riesenpartien, auch in Opern, das passte überhaupt nicht. Und da gibt es... Sein letztes Lied war so tragisch, wie lange ich lebe, weiß ich nicht. Ja, ich habe... Ja, also eine seltsame Zusammenhang. Ich habe dann gesagt, ich mache für ihn mal so eine Art Spiritual, aber ein erfundenes, nicht? Wie lange ich lebe, weiß ich nicht und ja, frag auch nicht. Und über das Leben selber, wie man darüber nachdenkt, nicht? Und aber richtig arrangiert und das hat er auch gesungen. Und ist abgestürzt, sofort danach, mit dem Flugzeug.